Deine Katze weckt dich nachts? Das kannst du dagegen tun. Deine Katze raubt dir den Schlaf, weil sie nachts miaut oder an der Tür kratzt? Mit diesem einfachen Trick kannst du ihr dieses Verhalten abgewöhnen. Kurzer Einschub. Du solltest natürlich vorher sicherstellen, dass deine Katze nachts gut versorgt ist, sie also satt ist und genügend Wasser zur Verfügung hat. Und dass das Miauen und Kratzen nicht auf ein gesundheitliches Problem zurückzuführen ist. Außerdem solltest du deine Katze abends vorm Schlafengehen nochmal auslasten, damit sie auch müde wird. Hast du das alles beachtet, kannst du nun diesen Tipp anwenden. Wenn deine Katze miaut oder kratzt, darfst du weder schimpfen, noch aufstehen, deine Katze zu dir holen oder auch nur seufzen. Denn sobald du nur die kleinste Reaktion zeigst, bestärkt das deine Katze damit weiterzumachen. Du musst deine Katze also ignorieren, auch wenn es schwerfällt. Und dabei musst du wirklich konsequent sein. Wahrscheinlich hast du ihr das nächtliche Rebellieren sogar selbst antrainiert, weil du eben immer drauf eingegangen bist. Sie hat miaut oder gekratzt und dafür Aufmerksamkeit von dir bekommen. Vielleicht sogar Fressen oder Streichelanheiten. Und genau da liegt das Problem. Aber wenn du es ab jetzt ignorierst, wird sie früher oder später damit aufhören, da ihr Verhalten eben keine Reaktion mehr bei dir auslöst. Es kann nur einige Tage, aber vielleicht auch Wochen dauern, aber halte durch. Und teile dieses Video mit anderen Katzenhaltern, die schon Augenringe bis zum Boden haben.